Recht herzlich willkommen zur 28. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, wir sind hier jetzt zum Stillstand wiedergekommen. Wir müssen wieder ein paar Truppen aufbauen. Und wir wollten eigentlich zusehen, dass wir dann hier drüben weiterkommen. Das ist aber gerade relativ langsam. Und warte mal, wir können auch schon die Zeit hier weiterlaufen lassen. Da kann man nichts machen. Das ist alles gut. Außerdem das Lüttich, die von uns... Okay, toll. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, was wir hier so machen. Wir haben ja letztens... warte mal, das ist hier ein Angebot. Akzeptieren. Das ist gut so, das Darlehen. Da kommen wir mal 17 von den Ereignissen. Okay, wir müssen gucken, dass wir... Ach, warte mal, wo wir jetzt hier... Das haben wir ja keinen... Da haben wir noch einen Anspruch drauf. Das ist ja in der letzten Zeit alles weggegangen. Das müssten wir dann definitiv wieder mal hochpushen. Geheimdienstaktion. Spionagenetzwerk aufbauen. Bestätigen. Wo sind wir da unterwegs? Mit Burgund-Beziehungen verbessern. Okay, und dann die Bretagne machen wir gerade auch noch im Endeffekt. Beziehungsweise da machen wir Spionagenetzwerk aufbauen, weil da sind ein paar Ländereien, die wir jetzt dann wieder zusehen sollten, dass wir da wieder Rechte drauf kriegen, ne? Wir haben ja jetzt hier Calais letztens befreit. Das ist wieder so ein Ding mit den Franzosen immer hin und her. Die müssen sich immer noch hier von den Dingens befreien, ist aber so. Lassen wir weiterlaufen, gucken, dass wir hier die Kolonisten hochkriegen. Da 435 passt schon. Wie sieht es mit unserem Geld eigentlich aus? 5,88, das hört sich gut an. Rein theoretisch können wir wohl eine zweite Kolonie in Anspruch nehmen, wenn wir einen zweiten Kolonisten hätten. So, die wollen 75 Dukaten, lehnen wir wie immer ab. Unsere Flotte steht da noch parat. Das Darlehen wurde verlängert. Anjou, das ist jetzt auch zu Ende. Okay. Den Kriegsgrund gegen Bretagne verloren, ja. So, was hier noch interessant wäre, ist das, diese 17.000. Verlieren Dingens. War das hier unsere Kolonie? Aggressivität, ja, das ist schön. Dann greifen wir uns nicht mehr so viel an. Obwohl das jetzt nicht unbedingt das Problem war, ne? Wieder weiterlaufen lassen. So, ja, die 17 Truppen, ne? Wenn wir die Schiffe wegnehmen, könnte sein, dass der Franzose mit seinen Schiffen hier hinkommt und wieder so ein paar übersetzen würde, ne? Das wäre ja eigentlich dann wieder so ein Punkt zur Dezimierung, ne? Aber... Wir wissen nicht, wo die anderen hier sind, ne? Oh, 17, nur noch 14. 13 runter. Kann es sein, dass die ein bisschen bankrott sind? Okay. Müsste man dann gucken, ne? Können die ihre Armee sich nicht mehr ihre Armee leisten? Weiß ich nicht. Na, ja, muss man schauen. Was passiert hier unten? Marokko besetzt das. Ist Marokko... Oh, Marokko ist schon ganz schön groß geworden, ne? Kanarische Inseln. Agent entdeckt. Verlängern wir. Okay. Das ist Spanien, habe ich gerade noch gesehen im letzten Moment. Ich war gerade überlegen, ob da keiner zu Hause ist, ne? Lehnen wir ab. Flottenreformer ist gestorben. Gehen wir wieder hoch. Weiter geht's. Was ist hier noch? Das ist die Gegenreform immer noch, ne, oder? Ja. Die möchte ich aber nicht annehmen. Das ist mir zu dingens verlängert. 100 haben wir. 547. Wir könnten jetzt irgendwo was ausbauen.
Ja, Marktplatz. Wir gucken mal gerade rein, was das so finanziell so macht. Aber das ist hier schon was, ne? In FIFA oder wie das immer heißt. Lass mal gerade Pause machen. Das sind 1000 Leute. Wir haben 14. Wir sind aber eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Wir könnten jetzt, wir wollen ja nirgendwo mehr angreifen. Aktuell nur die Stellung halten, sozusagen. Ich glaube, wir machen diesmal das. Verlieren wir 40? Ne, 40 Dukaten will ich auch nicht verlieren. Dann nehmen wir doch die Rekruten. Norwegen besitzt die Frechheit, alles klar. So, 1,66. Das war jetzt aber der Marktanteil, der dann steigt, ne? Ja, ist im Endeffekt ist das... Ist nicht... Da gibt es Seeleute dazu, das wollen wir schon mal gar nicht haben. Hier gab es Geld. 19. Oh. Oh nee, das ist jetzt auch nicht interessant. Werkstatt. Ja, da gibt es auch Geld, sogar mehr wie bei dem Dingens. Ja. Was haben wir hier noch? Gericht? Ja, das lohnt gar nicht. Also wenn, dann würde ich eine Werkstatt jetzt hier bauen in Essex. Wie viel haben wir jetzt? 548. Das wäre dann 575, ne? Oder nee? Wir machen das mal. Gut. Dann sind wir zwar die Kohle gerade losgeworden, aber irgendwie müsste das ja dann auch was werden mit dem Geld. In Essex läuft das Bauen halt, ne? Hier kann man sehen, oder? Ja. Savoyen. Machen wir. Die Franzosen wollen jetzt 100 Dukaten haben, machen wir nicht. Da ist das alles alle. Und wir können hier runtergehen. Krass, gut. Das sind nur noch 14 Truppen, ne? Sonst sehe ich keine gerade. Die haben 5 Schiffe. Okay, ist verlängert. Okay, die haben versucht zu kämpfen. 444 Einheiten. Achso, wir wollten da mal reinschauen. Also das dauert alles noch. Und hier geht es nirgendwo voran. Wie weit sind wir? Immer noch Stufe 8. Und ich wollte hier reingeguckt haben, ob wir da was machen können. Da kriegen wir 86 Dukaten. Okay, einmal Pause. Geld spielt keine Rolle. Administrative Macht. Inflation. Lass uns gerade gucken, wie die Inflation sitzt. Oh, ist ziemlich hoch. Können wir aber senken. Machen wir mal. Geht sogar noch. Nee, 1%, das wäre Blödsinn. Dann macht das hier. Administrative Macht. Wie war das jetzt hier gerade? Das ist auch administrative Macht. Mit 76 senkst du sie wieder. Aber um 2% und da geht es um 0,5 hoch. Müsste sich ja lohnen dann, ne? 75 Dukaten wieder. Und 6,10 ist ja eine super Zahl hier gerade, oder? So, nochmal hier reingucken. Neue, ja, da wird es was mit dem Koloniewachstum geben, ne? Aber das geht leider noch nicht. Das geht alles noch nicht. Was fehlt uns denn da? Höheren Einfluss als 40. Der Einfluss ist das, ne? Ja, 25. Wie sieht das da aus? Aufstehen einmal minus 25%. Nee. Assimilation eingeborene plus 25.
weiß nicht, ob das besser hier ist, ne? Habs Einfluss. Ja, ich glaube, da kommen wir jetzt nicht gerade mit voran, was wir da wollen. Eigentlich müssten wir hier einen Berater einstellen. Gucken wir mal. Monatlich 1,54 wäre dieser. Einheitenlimit wäre jetzt nicht so schön, ne? Disziplin wäre gut, aber das ist schon zu teuer da. Das ist ja dann nicht möglich, sagen wir es mal so. Aber warte mal, lass mal gerade nochmal reingucken. 5, 9, 6, das erste könnte man rein theoretisch auch noch notfalls nehmen, ne? Sind alles Einser bis auf der obere. Weniger Unruhe, Stabilitätskosten in der Kostenstabilität bei den beiden sogar. Okay. Der wäre jünger, der ist älter. Bringt's das? Gute Frage, ne? Hier müssten wir mal gucken, Stufe 9, Stufe 8, Stufe 6, das bringt es also nicht. Wenn, dann wäre eher die anderen beiden da, wo wir schon am höchsten sind, macht es keinen Sinn. Spionagenetzwerkaufbau plus 25. Zölle global plus 10. Hört sich nicht schlecht an, ne? Jetzt sollten wir den nehmen. Komm, machen wir mal. Dann haben wir hier ein bisschen mehr, ne? Kriegen das hoch. 1,54 ist die Frage, ob jetzt das finanziell sich rentiert. Jetzt 4,51. Ja. Kann man die Zölle hier irgendwo sehen? Einnahmen da. Ist zurzeit 0%. Die 10% sind von dem. Das wäre ja interessant, ne? Gut, dafür muss wahrscheinlich der nächste Monat anfangen, um... Na, hier hat man keine Änderung. Das bringt uns gar nichts, oder wie sehe ich das? Nirvana, Portugal und Kuba. Warum wollen die Zugang zu uns haben? Gute Frage, aber pff, mach. Also der bringt uns nichts außer diese Dingens hier, sag schon, 10%. Nicht 10%, das bringt uns nichts. Kostet uns hier den, haben wir jetzt einen mehr sozusagen. Nee, da wollte ich hin. Und dadurch würde das hier schneller wachsen. Lassen wir es mal laufen. Gucken, was da angeht. Abgeht. Französisch. Frieden schließen. 200 Dukaten. Krass. Nevara? Nevara. Warum laufen die da hin? Kastilien in Portugal laufen hier hoch. Wem sind die im Krieg? Ach, mit der Provence. Okay. Und Spanien? Kann ich jetzt nicht sehen. Marokko. Ach, dann kommen die hier durch. Deswegen. Die marschieren da hinterher wahrscheinlich, oder? Die sind weggerückt. Mit wem ist denn Frankreich im Krieg? Nur mit uns. Warum laufen die dann da durch die Gegend? Abgelehnt. Da kommen die Spanier wieder. Kosten minus 5. Okay. Nein, ablehnen. Warum rücken die da alle ein?
Prestige verlieren und Dingens verlieren, habe ich keine Lust zu. Dann kriegen wir halt den Einfluss für die mehr. Jetzt mal gucken. Sind die mit 47 unterwegs? Ah, da können wir hier was machen, ne? Dann kriegen sie noch mehr Einfluss. Minister rekrutieren. Oh, nee. Nee. Also wenn dann das hier, ne? Plus 25% Assimilation. Ich nehm's. Gucken wir. So, das haben wir soweit. Wir wissen nicht, was hier gerade passiert, weil so viele durchmarschieren hier. Ach, Marokko zieht hoch, alles klar. Handelsdingens verloren war, haben wir verloren. Anspruch fingieren können wir. Amor machen wir. Okay. Okay. Haben wir einen wiedergeholt sozusagen. Die 81 brauchen wir nicht. Spionagenetzwerk läuft noch weiter da. Wie sieht das hier mit aus? Bauen wir mal auch auf. Dann haben wir zwar keinen Diplomaten momentan, aber das ist nicht schlimm. Was möchten die immer noch? 81. Zahlung ablehnen war da gerade zwischendurch gekommen. Wollte ich aber nicht. Ah, doof. Das ist, wenn diese Teile da kommen, ne? Ärgerlich. Das weiß ich aber noch nicht mal, bei wem das war, ne? Könnt ihr ja im Video anhalten und gucken. Bei mir war es hier zu schnell jetzt. Kastilien geht kaputt. Marokko kommt hoch. Das ist nicht gut. Naja. Tja, was ist mit den Franzosen? Wo sind die? Marokko ist in Frankreich drin damit. England. Verbündet mit Lüttich. Ablehnen. Okay. Das ist halt so passiert. Geht hier irgendwas jetzt schneller? Da kommen wir keinen Sinn, weil der da ist. Die Frage, ne? Wenn man den abberuft, läuft es dann weiter. Klappt das dann? Wir lassen es mal so. Okay, Spionagenetzwerk bauen wir weiter aus. Müssen wir schauen, dass wir das irgendwie hier so, ne, hinkriegen. Verbündet mit Burgund und Österreich, das ist also ganz schlecht. Und die ist sowieso ein Satellitenstaat. Flandern und Holland. Das lassen wir so. Okay. Die lehnen wir wie immer ab. Passt. Ja, gut. Im Endeffekt machen wir gerade nichts, außer ein bisschen Geld horten sozusagen und hoffen, dass wir da mal was Positives hinkriegen. Ne? Sonst nix. Die Marokkaner sind hier schon total weit hoch. Das ist gar nicht Marokko, sehe ich gerade. Aragon besetzt. Okay. Und die Provence ist mit dabei.
Jetzt gehen hier viele Fenster auf, ne? Grundsteuer in Landstar. Grundsteuer in Landstar ist immer, ne? Nee. Doch, Grundsteuer, Grundsteuer, Grundsteuer. Und dann ist noch die Frage, was... Dann lass mal gerade schauen. Ah, das ist militärische Macht, ne? Die müssten wir höher. Nein, wir müssten dieses haben im Endeffekt. Diplomatische Macht. Das ist da. Komm, nehmen wir die Diplom mit. Wenn sie dann gibt. Gibt's da. An Investitionen ist zurzeit nicht zu denken. Zack, ist aber so. Druckerpassern nicht. Okay. Wachstum der Druckindustrie. Gut, also hier haben wir Aragon, die da gerade rüberziehen. Das heißt, die sind ziemlich am, ne? Schlecht dran, ne? Wer ist denn hier noch? Leon, okay. Ja, dann ist das so. Aragon wird gerade groß und nicht Kastilien. Gut. Ich würde jetzt aber sagen, für die Folge soll das erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.